Ja, also in der Tat, wir haben natürlich den einen oder anderen Eigentümer, der dann zu uns kommt und sagt, er hat leider mit einem Makler X einen Vertrag unterschrieben, aber er ist nicht zufrieden. Dann stellen wir halt auch fest, der Verkäufer wird dann unzufrieden, wenn er einfach vom Makler nichts mehr hört. Und bei uns ist es halt so, unser Kunde bekommt jede Woche oder alle 14 Tage, je nach Vereinbarung, einen sogenannten Aktivitätenbericht. Der weiß immer, was wir machen. Und das ist ganz entscheidend, dass man zusammenbleibt und nicht, dass man den dann alleine lässt und sagt, ja, wir melden uns dann, wenn wir einen Käufer haben, sondern wir müssen den Verkäufer auch während der Zeit immer wieder betreuen. Und sollte das einmal so sein, dass das eben nicht funktioniert, das kann auch mal sein, ja, dann muss man auch eine Lösung finden, dass man dann so einen Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen wieder aufhebt. Das haben wir ganz, ganz selten gehabt, zwei, dreimal in den letzten 20 Jahren, sage ich mal. Aber auch hier findet man in der Regel immer eine Lösung.